Aha. Ich meine, hier könnten wir auch gleich die wir schon haben abgeben. Das machen wir lieber gemeinsam. So, hier sind wir also im Südflügel. Ja. Hier noch ein Schloss, was verschlossen ist. Ja, mach langsam Spiel. Ist ja nicht. Kein Stress. War hier was? Hab ich da was gesehen? Ach, nur ein Globus. Ein Brief. Professor Fick. Oh. Ich habe gerade Ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich halte immer noch eine erhebliche Menge an Zuschriften bezüglich der Quidditch-Regelreform. Das Stuschen untersagt, was meiner bescheidenen Meinung nach dem Spiel seine moderne Form verliehen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer vor allem ein Interesse an Quidditch haben, weil sie hoffen, beobachten zu können, wie Hüter grün und blau geprügelt werden. Bezüglich Ihres Briefes. Ich möchte Ihnen im Namen des Ministeriums versichern, dass alle potenziellen Gefahren für die Welt Zauberei überaus ernst genommen werden. Sie haben Ihre Bedenken registriert und sobald es die Kapazitäten erlauben, wird sich die Abteilung für magische Strafverfolgung der Angelegenheiten widmen. Insofern es Ihr Zeitplan erlaubt, wir schätzen die Ansichten von erlesenen Zauberern wie Ihnen sehr und Sie können beruhigt sein, dass wir die Angelegenheit im Griff haben. Sollten Sie es wünschen, könnte mich veranlassen, dass meine Sekretärin Plätze beim 10. Quidditch-Finale für Sie und eine Begleitperson besorgt. Ich bin mir sicher, Sie wollen ebenfalls gerne von den Ereignissen der 14. Regierungsarbeit profitieren. Wärmste Grüße, Favus Bavin, Zaubereiminister. Was hat Professor Fig da gemacht? Alohomora. Das ist wohl hier Professor Figgs Wohnraum. Wir brechen hier gerade in sein Schlafzimmer ein. Ich hoffe, ich kann das mal nicht so deuten, dass der Verbot des Quidditch mitgewirkt hat. Nun, hier ist nichts. Doch eine Truhe. Alohomora. Guten Mal, Professor Fick. Und ich hatte Professor Fick ein Hufflepuff ein Hufflepuff-Ding. Elsa, du hattest recht mit dem Bautakis. Ich schulde dir einen Knut, Miriam. Auch schön. So, schauen wir uns hier nochmal um. Ich finde hier noch verschlossene Türen, mit denen sich Dinge befinden könnten.
Motiva, ich habe heute Morgen deinen Brief erhalten und ich freue mich sehr zu hören, dass es dir und Nazai in Hogwarts gut geht. Auch wenn Nazai in letzter Zeit nicht schwierig war. Ich nehme an, das war zu erwarten, denn unsere beiden Töchter sind, wie soll ich sagen, sehr willensstark. Wir vermissen dich in Ouagadougou. Ouagadougou, so wird's ausgesprochen. Es ist nicht dasselbe ohne dich, aber wir verstehen, warum du den Drang verspürt hast, weiterzuziehen. Ich glaube nicht, dass ich selbst unter diesen Umständen hier hätte bleiben können. Das Leben treibt uns alle auf unvorhersehbare Pfade. Man weiß nie genau, was einen erwartet. Nicht einmal diejenigen, die wie du das innere Auge haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass dir und Nazai viel Gutes bevorsteht in Hogwarts oder wo auch immer du hingehen magst. Ich hoffe wieder von dir zu hören und wünsche dir in der Zwischenzeit viel Glück. Deine Freundin Amali. Aha. Alohomora. Ich habe mal die Inventarplätze wieder voll. Aha. Das Rätsel könnten wir jetzt auch noch lösen, aber lass mal. Schloss auf Stufe 3 hier. Erfahrungspunkte für die Seite sammeln. Okay. Ich glaube, ich bin falsch. Nachdem wir das Ganze abgesucht haben. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Okay, dann gehe ich mal hier runter. Wo kommen wir hier entlang? Ein mysteriöser Beginn. Hier gab es einen Schlüssel. Eine Hausmarke. Okay, hier geht's weiter runter. Hier sind wir bei den gekreuzten Stäben. Prüfender Turm. Aha. Okay. Revelio.
Diebesverletzung. Sieht auf ein Demigeist. Aha. Du gehörst mir, Demigeist. Das war der letzte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann nehmen wir es mal ab. Ich will das uns mal leiten. Wir gehen hier einen schöneren Umweg. Dachte ich zumindest. Achso, jetzt geht's jetzt nicht so zur großen Halle. Bin ich jetzt hier lang? Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ja, leider. Aber hier geht's lang. Hallöchen. Ich habe ein paar Demigeist-Monde. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Damit wir es nicht fünfmal machen. Mehr dieser Demigeist-Statuen ich jetzt alle gemeinsam mal ab. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Sehr schön. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humora wirken. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Aber doch noch nicht alle gesammelt. Weil sie nur nachts gesammelt werden können. Neun von 13. Bitte was? Und wir haben die 9 gegeben. Wollt ihr uns nicht alle Humora 3 beibringen, nachdem wir das... Okay, das Ding ist ausweglos. Und dann lassen wir das erstmal. Na schön, danke für nix. Dann bringen wir das auf jeden Fall mal zurück. Das können wir schon mal machen. Ich jagte die Demigeist-Monde jetzt nicht noch weiter nach. Was haben Sie jetzt vor? Die Haustruhe öffnen. Wenigstens das dürfte jetzt gehen. Noch ein Snack auf dem Weg. Und die Herausforderung mit daedalischen Schlüsseln läuft gut. Gut, das haben wir auch noch nicht. Wie enttäuschend. Okay, zwei brauchen wir tatsächlich noch. Vielleicht können wir uns mal auf die Suche nach denen machen. Ein Talentpunkt können wir ausgeben. Okay, es könnte hilfreich sein.
Sehr schade. Also zwei Daedalus-Schlüssel kriegen wir bestimmt noch. Ich würde mal sagen, ich mache aber erstmal eine kleine Streampause und dann suchen wir nochmal nach den letzten zwei Hausmarken. Das würde ich zumindest heute gerne nochmal schaffen. Haben wir den Stream heute mal dafür verschwendet. Muss auch mal sein. Und dann gucken wir entweder heute noch ein bisschen oder am nächsten Stream dann, wie wir hier noch an Erfahrungspunkte kommen. Bis gleich, kurze Pause. Dann nutze ich mal die Map. Verwandlungshof, ich glaube, das war das, oder? Wir hätten doch eigentlich auch eine Markierung für. Und das kann man auch kurz. Der Cottagehof, da war mein. Revelio. So, haben wir den schon gesammelt oder nicht? Den Schlüssel hier könnte durchaus sein, dass wir den schon gesammelt haben. Muss aber nicht. Na, wenn das mal nicht der Schrank ist. Aber ich höre es hier nur zu zirren. Ah, der ist noch zu. Aha, da ist der Schlüssel gleich direkt daneben. Habe ich es doch schon so geahnt. So, Hausmarke Nummer 15. Ach, das wird mir gleich markiert, fantastisch. So. Zweifel, dass wir die noch nicht haben, aber mein Instinkt sagt mir, ich sollte das mal versuchen. Die Gartenkammer. Na? Das muss in Nähe der Gartenkammer. Dann schauen wir mal. Ob wir das hier irgendwo finden. Revelio. Die Gebiete sind hier so verwirrend. Das durchaus sein kann, dass ich das hier übersehen habe. Revelio. Ah, hier ist offen. Natürlich. Und dann gibt es noch einen weiteren beim Drachen. Zum in der Nähe des Drachen. Lass uns nicht gleich den Kopf verlieren. Oh, es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht. Lass mich in Ruhe. Wo gehört der hin? Revelio. Die zugehörige Truhe ist hier. Das haben wir auch schon gelöst. Okay. Das hatte ich befürchtet.
Okay, schauen wir mal hier nach. Den haben wir, den haben wir auch todsicher. Ruf des Glockenturms. Revelio. Wir haben aus irgendeinem Grund den. Das ist ja noch nicht eingesammelt. Kaputter Besen. Gibt auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Der irdischen Schlüssel. Okay, hier entlang. Waren wir hier doch schon richtig? Revelio. Ha, hier ist noch was. Brandflecken. Angeblich der Ort, an dem zum ersten Mal erfolgreich Bombarder gewürgt wurde. Wobei man über die Definition von erfolgreich streiten kann. Datum unbekannt, Anwender nicht mehr zu identifizieren. Aha. So hier nicht. Ja, aber tut sich ja schon. Habe ich auch noch nicht entdeckt. Worum es darin wohl geht? Ah, doch, hier waren wir schon. Das war zu denken. Den haben wir ganz bestimmt schon. Große Treppe wird mich wundern. Okay, in die Bibliothek würde ich mal gucken. Langsam muss das ja. Bibliotheksanbau. Hier gibt es eine Sache. Ja.
Hier ist noch eine Truhe. Natürlich. Revelio. Sonst gibt's hier nichts. Okay, hier muss noch irgendwo so ein... Schlüsseltruhen-Ding sein. Ja, haben wir geöffnet. Dann hier. Dem Bereich. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt lebt. So, ich guck mal nach. Irgendwo hier. Hätte mich auch gewundert. So, die Seite noch mitgenommen haben, das wundert mich. Springbrunnen an der Haupthalle. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt für die Gran gearbeitete Statuen von Bewohnern der magischen Welt, darunter die steinernen Sirenen in den Brunnen so umrunden. Ah ja. So, wohin? Der Südflügel, leerer Turm. Ich glaube, ein leerer Turm. Maßgeblich zu Dankens Ruf beigetragen. Ich glaube, hier können wir mal nachgucken. Kerze. Ah ja. Den haben wir natürlich schon. Was haben wir hier? Revelio. Ist das Bad der Vertrauensschüler? Das war hier hinauf. Ich erinnere mich auch, dass da ein Schloss daneben stand. Das wäre jetzt natürlich großartig, wenn das das wäre. Ah, fantastisch. Nummer 16 kommt zu Mami. Hip, hip. Hurra.
So, jetzt auch zur Haustruhe. Endlich. So, wenigstens etwas heute abgeschlossen kriegen. Beziehungsweise aufgeschlossen. Praktisch, dass wir den nie gefunden haben. Der ist da auf Wolfgemeinschaftsraum gar nicht mehr so weit weg. Und über jetzt die offenen Schränke. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Let's go. Oh, sorry, das umgeworfen. Das ist die letzte Hausmarke. Mal sehen. Wird auch höchste Zeit. Zum Glück müssen wir das nicht mehr lösen. Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Schulleiterin Eupraxia Mole. Hausumhang. Okay. Die 34, okay. Schauen wir uns die mal an. Aha, ganz so stolz von Hufflepuff. Der sieht so gut gar nicht mal so scheiße aus. Obwohl ich den anderen schon besser finde. Ist natürlich irgendwie ein bisschen angeberisch. Unser eigener Umhang steht uns natürlich am besten. Keine Frage. Ein bisschen kann ich ihn noch jetzt tragen, wo ich den gekriegt habe. Sprich mit Nelly. Gehen wir jetzt mal ein bisschen flexen. Der sieht wertvoll aus. Zum Glück haben wir den nicht als Item, sondern als Look. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Ja, lange können wir es nicht dran. Das sieht wirklich albern aus. Das große Wappen auf dem Rücken, das ist schon... Wenn ich jetzt Slytherin wäre, ja, aber... Das Hufflepuff... Da reicht der Schal, den ich die ganze Zeit um mich trage. Der ist schon angeberisch genug. Hält sich die Minuten auf. Guck mal, ich bin mir ganz so stolz von Hufflepuff. Ich trage den Hufflepuff-Mantel. Und
Könntest du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Nicht nur einem. Hallo, Nelly. Ich habe schon alle Schlüssel gefunden und meine Haustruhe geöffnet. Oh, wunderbar. Was hast du gefunden? Ein ziemlich interessantes Kostüm. Großartig. Danke, dass du das Rätsel für mich gelöst hast. Ich wollte schon immer wissen, was die Schlüssel verwahren. Großartig. Auftrag abgeschlossen, daedalische Schlüssel. Das hat nicht ganz so viel gebracht. Okay, dieser Mantel weht aber extrem. Wenn man jetzt auf den Besen springt, dann ist das... Uff, das gibt... Es gibt Schlimmes. Ziehen wir gleich mal wieder um. Das muss nicht sein. Bisschen Bescheidenheit. Bei all den Heldentaten, die wir getan haben. Tut auch mal gut. Deswegen nehmen wir jetzt diesen Umhang. Nach der Rüstung. Der sieht auch nicht übel aus. Auch mit riesigem Haftbefappen hinten drauf. Naja. Wie geht's? Drachenhaut. Edel. Hätte was. Die gute alte schwarze Mantel. Fürstlich. Jani. Das ist auch was. Es gibt viele, die nicht schlecht aussehen. Na, wo ist denn meiner? Ah ja, hier, der gute alte. Der gefällt mir doch am besten. Den behalte ich.